Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei Julia auf Lieperwinkel auf der Insel Usedom. So, was habe ich gemacht? Ihr seht im Moment, es flimmert nichts mehr. Mit dem Sound müssen wir gucken, ob der in Ordnung ist. Ja gut, hier mit dem Zaun, das ist texturbedingt, das kann passieren. Das habe ich bei anderen Spielen auch durchaus mal, wenn da irgendwelche, ich sag mal, Alpha-Texturen übereinander liegen oder so. So. Ja, das Spiel komplett deinstalliert, außer dem Mod-Ordner und den Bindings, Input-Bindings, wirklich alles komplett rausgelöscht, weg vom Fenster. So, wir haben den 4. November. Wir müssen mal gucken, ob wir auf den Feldern noch was machen können oder wie auch immer. Ich habe in der Zwischenzeit, um das hier zu gucken, wie das ist, aber das ist ja auch keine große Kunst, habt ihr auch schon 10.000 Mal gesehen, ich habe hier unser Feld schon mal asphaltiert. Ich hoffe, die Fläche ist einigermaßen gerade. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier hinbauen und vor allen Dingen, wo wir es hinbauen. So. Das Malen, ich weiß gar nicht, ob das sonst ging. Hier ist es jetzt zumindest so, dass das Malen auch funktioniert, wenn du im Wege stehst. Ja, okay. Pass auf. Ich werde mich hier einmal hinstellen. Dann gehen wir mal ins Baumenü. Wir brauchen auf jeden Fall eine Halle, wo wir die Großgeräte reinstellen. Also die Mähdrescher und so weiter. Die haben wir nun mal. Die sind da. Wir haben ja auch genug Kohle am Start. So, das ist jetzt unser Grundstück, was wir noch verarbeiten können. Den Originalhof lassen wir. Ich hätte gerne diesen. Was ist das überhaupt? Ist das Kies oder was ist das? Könnte natürlich auch Kies sein, oder? Dann würde ich da echt nochmal Kies drauf malen. Hier vorne sind auf jeden Fall ein paar Platten. Es könnte Kies sein, nicht mal Asphalt. Wollen wir uns das mal angucken eben. Wird das heute eine Baufolge? Landschaftsbau malen. Das ist der Asphalt, den wir jetzt hatten. Das wäre Schotter. Das ist Schotter, wa? Machen wir das jetzt mal anders. V. So, pass auf. Ja. Und da, wo die Hallen sind, wird es sich eh nochmal ändern. Bin vorsichtig hier zu Werke gehen, dann klappt das schon. Es ist halt nur erstaunlich, dass man, ich sag jetzt wirklich mal, ich habe jetzt nach dem letzten Windows-Update das Spiel mittlerweile zum zweiten Mal komplett neu installiert. Nichts an den Einstellungen verändert, großartig. Aber Grafik ist echt ein Thema. Mit dem Soundproblem, ich bin nochmal durch die Gegend gefahren, da habe ich jetzt erstmal so tatsächlich auch nichts mehr gehört. Also demnach liegt es definitiv irgendwo am Spiel. Update reingefahren, was auch immer. Und plötzlich passen die Einstellungen nicht mehr. Und das ist irgendwo, naja. So, hier so ein bisschen. Ja. Ah, später nochmal nachbessern oder so. Mal schauen. Auch mal gucken, hier am Weg ist ja kein Zaun, ob ich hier am Hof einen Zaun setze oder nicht. Das müssen wir mal schauen. Ein Teil davon ist ja schon eingezäunt. Aber ich wette mit euch, würde ich jetzt auf die Niedersachsen gehen, wäre die Grafik wieder genauso beschissen wie vorher. Und das ist das, was schade ist. Es ändert sich nichts, wenn du einfach wenn du Einstellung veränderst. Es gibt so viele Tipps da draußen. Meine Bäume flimmern und dies und jenes und das sieht scheiße aus und dies sieht scheiße aus. Ihr habt es ja hier auch gesehen, diese Flimmerei. Das kannst du ja nicht am Kopf haben, sowas. Das ist gerade, ich meine, ich bin kein Epileptiker, aber trotzdem mag ich es nicht. Es nervt einfach nur. Und dann findest du im Netz Tipps,
dies und jenes kannst du machen und das einstellen, ja, und dann stellst du es um und du merkst aber, es passiert nichts, es ändert sich nichts. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass irgendwie dieses Game völlig ignoriert, was du da jetzt gerade eingestellt hast, ne? So. Meine Kies kann ja auch ein bisschen auf den Grasflächen liegen. Das ist ja kein Problem. Meine Katze wird gleich von mir getötet oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was sie da gerade wieder jagt. Aber hier waren, wie haben wir hier noch so einen richtig schönen goldenen November gerade, war im Ingame. So, inwiefern das jetzt alles schön ebenerdig ist, das lassen wir jetzt erstmal dahingestellt. So, wir haben jetzt hier geschottert, fertig. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Vom Logistik-DLC können wir hier natürlich so nichts hinbauen. Das wäre viel zu groß, würde auch nicht wirklich passen. Das Cannabis-DLC, da haben wir hier natürlich Gewächshäuser. Stores, Fabriken und so weiter. Das Haus hier persönlich, das finde ich sehr schön. Wir können uns das mal angucken. Also ich finde es optisch sehr nice auf jeden Fall. Guck mal. Es ist schon. Ist schon geil. So, aber wir brauchen Gebäude. Das wäre eine Halle mit Werkstatt. Okay. So, die kann ich also. Das ist auch ein bisschen blöd. Die kann ich nur in zwei Richtungen stellen, ne? Das ist eine, die kann ich drehen. Die Frage, so ein Ding brauchen wir hier aber tatsächlich nicht. Das ist so eine. Ich würde auch gerne irgendwie so ein bisschen, was hier reinpasst, hätte ich bald gesagt. Wahrscheinlich zu klein war. Kommen wir mit dem Drescher nicht rein. Nee, da kommen wir. Das ist ja schon ruckzuck zu. Hier kennen wir natürlich noch, ne? Das Ding müssen wir uns auch noch irgendwo hinpflanzen. Es gab doch auch eine Hörmannhalle. Die ist das mit dem Schleppdach. Könnte man natürlich nehmen, da würde man wunderbar reinkommen, ne? Vielleicht sogar zwei davon. Man dann richtig die großen Klotten reinfährt. Gucken wir jetzt hier eine hin. Fürchte. Ah doch, da kommen wir dann noch raus. Das geht wohl. So, dann haben wir das. Dann könnten wir theoretisch. Passt vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt diese noch nehmen. Das ist ja diese Halle, die wir auch brauchen für dieses Precision Farming.
Dass wir. Genau, weil da ist das Ding drauf und da kann man nämlich auch noch ein paar Kleinigkeiten reinstellen. So, die Frage ist jetzt, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Silo vielleicht. Ich glaube, wir haben gar kein Silo auf dem Hof. Kann das sein? Ist ein Heulager. Hessisches Multifruit-Silo mit Unterstand. Okay. Farm-Silo. Wo sind überhaupt die ganzen Silos, die ich hier drin habe? Die Hälfte ist verschwunden. Steinsilo. Container. Wäre vielleicht mal für Sprit ganz interessant. Kalk, Wasser. Vielleicht kann man hier mal so eine. Wasserstelle hinbauen. Hier vielleicht, guck mal, direkt daneben oder so, ha? Vielleicht das Ding hier so hin. Dann könnte man vielleicht. Englischer Workshop, American Workshop. Drive-Thru-Workshop, na, ist zu groß, das Ding. Low Budget, okay. Das ist nur ein Workshop-Trigger. Frage ist, was kann der alles? Und den hier in die Ecke zu pflanzen, ist auch ein bisschen blöd. Könnte man vielleicht. Ist die Einfahrt. Hier ist auch soweit alles zu mit Stacheldraht. Vielleicht könnte man hier vorne eine Werkstatt oder sowas hinsetzen. Was haben wir hier überhaupt für einen Stall? Das waren Kühe, ne? Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Was für ein Viehzeug hätten. Wir haben einen Kuhstall und wir haben Freilandschafe. Gut. Ach, ich habe. Seht ihr hier? Ich habe vergessen, den Spielernamen zu ändern. Das heißt, er hat jetzt meinen Rechnernamen genommen. Das ist natürlich nicht Thorsten, aber man sieht ja nicht, wer es jetzt gerade ist. Von daher, alles gut. Tiere. Alter, das. Ah, richtig geile Stelle eigentlich. Das sind so diese skandinavischen Dinger, glaube ich. Kann das sein? Ja, definitiv. Sind diese skandinavischen Dinger. Kuhstall Medium. Ach so, da waren die Kühe. Schweine haben wir leider. Nichts Neues irgendwie. Wollen wir einen Schweinestall bauen? Guck mal, da ist der Kuhstall. Man könnte doch jetzt. Hier zum Beispiel, vielleicht. Oder den.
Es ist nur eine Schweinewiese, ne? Eine Schweineweide. Mal gucken, scharfe Hühner. Meine ich hätte auch irgendwo so dann für unsere Bienen. Und sonstiges, das wäre dann die Hundehütte. Okay. Ich glaube, das lassen wir aber tatsächlich erstmal noch. Hier ist ein Zaun drumherum, da müssen wir nichts machen. Und hier haben wir jetzt natürlich Platz ohne Ende, ne? Wo fahren wir denn überhaupt drauf? Da vorne. Könnten aber vielleicht, warte mal. Ist zu groß, das gefällt mir nicht. Was ist das denn hier überhaupt? Ein Greenhouse-Komplex. Aha. Und was ist das da? Ein Trigger, wo Wasser und so ein Krempel rein muss, wa? Aber. Ja, brauchst du eine Trocknungsanlage und ich habe im Moment nicht wirklich eine Idee, was wir hier noch hinmachen könnten. Was wir vielleicht tun können, dass wir. Zwar habe ich die von Intoxic hier drin. Theoretisch. Landbauer. Habe ich zumindest gedacht, dass ich die hier drin habe. Futtermischfabrik. Dass wir. Keine Ahnung. Dass wir Öl produzieren, oder? Also irgendwie eine Ölmühle oder sowas. Futtermischanlage. Methanlager. Ich weiß gar nicht, wo die Dinge sind von Intoxic. Ich weiß, dass ich die habe, aber ich weiß nicht, ob der Mod hier drin ist. Nee, ich glaube nicht, der fehlt. Bäckerei. So, gibt es denn eine Ölmühle? Müsli-Ölmühle. Da könnte man. Genau. Oliven, Raps und Sonnenblumen gehen da aber nur rein. Oh Leute, ich habe das Ding doch da gar nicht hingesetzt. Ey, ganz ehrlich. Ja, super sieht das aus. Machen wir einmal einen Cut. Eventuell müssen wir dann die Hallen nochmal neu setzen. Aber ich bin dann gleich wieder da für euch. So, nach einem kurzen Cut sind wir wieder da und wie ich sehe, hat er gar nichts gespeichert. Auch nicht schlecht. Okay, macht aber nichts. Dann haben wir da unten wenigstens jetzt nichts
versaut. Wir werden einmal eine Runde schlafen. Und dann kann ich noch mal gucken. So, okay. Ja, es ist schwierig. Es ist ja schon ein entsprechend großes Gelände da unten. Das muss man ja mal so sagen. Oder wir machen hier halt nur eine teilfreie. Guck mal, hier sogar eine Tankstelle. Guck dir das an. Und im Prinzip haben wir hier Werkstatt, alles. Das ist soweit okay. Ah, wisst ihr, was wir dann machen? Warte mal. Ihr kennt meine Vorlieben für die großen Hörmannhallen, oder? Dann weiß ich, was ich. Oh ja, dann haben wir jetzt eine ganz neue Maschinenhalle. Pass auf, ganz einfache Kiste. Wieder übertrieben. Dafür hilft mir im Prinzip mittlerweile meine Maus. Man kann ja diese Halle drehen. So. Das heißt, die würden wir jetzt hier zum Beispiel. So, einfach mal hinbasteln. Die zweite. Müssen wir jetzt mal gucken. Würde ich jetzt einfach mal. So, daneben triggern. So, die hier wäre jetzt aber falsch rum. Und normalerweise, wenn ich die so drehe, ist das relativ schnell und schwierig zu machen. Und meine Maus, die hat aber eine Taste für die Abtastfunktion. Und hier seht ihr schon, ich kann jetzt, ich habe da in der Mitte mal drauf gedrückt, auf den Knopf. Ich kann die, ich, es ist ja jetzt zwar jetzt alles recht langsam, aber ich kann das recht gut steuern. So, das heißt, dann würde ich die vielleicht hier hinsetzen. Und was haben wir hier für eine? Wie viele Tore hat die denn an dieser Seite? Die hat natürlich nur eins, ne? War mir klar. Ich weiß auch nicht, ob die. Nee, da ist der Zaun im Weg. Das sollten wir gar nicht machen. Die hier lässt sich zum Beispiel nur in zwei Richtungen fahren. Ich denke, so geht das. Dann haben wir drei Hallen für diese Großgeräte. Das haut schon hin. Viel mehr brauchen wir hier auch nicht. Wir nehmen. Sind die kleine grüne. Die hier bauen wir noch irgendwo hin. So, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen schneller. Hier, das passt soweit ganz gut. Die stellen wir hier. Hier vorne hin. So. Dann würde ich tatsächlich Tools Landschaftsbau malen. Und zwar V. Würde, glaube ich, tatsächlich hier einmal komplett drüber gehen. Haben wir hier hinten diesen komischen Buckel nicht mehr drin. So, Pflanzen. Genau. Mal ein bisschen schön das Ganze hier. Mein.
Zigarillo ist ausgegangen. So, genau. Kann man hier eigentlich mehrere Steine ineinander legen, so als, ich habe keine Ahnung. Glaube, das geht, oder? Cool. Also in einer gewissen Weise kannst. Alter, sind das Brocken. In gewisser Weise kann man die hier echt ineinander legen. Seht ihr das? Finde ich cool. Schön. Jetzt reicht's aber mit Steinen. Was haben wir hier denn? Schilfkrai. Ich muss mal mein Zigarillo wieder anmachen. Junge. Ich habe nämlich hier Deko-Elemente dazu gepackt. Und man müsste mir jetzt mal gucken, was das eigentlich so im Einzelnen tatsächlich ist, ne? So, Dekoration. Dann gucken wir mal. So, das sind die Zäune. Zäune brauchen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Kannst du auch nicht drehen. Also, ganz komischen Winkel hat das Teil. Kannst du eigentlich vergessen, sowas. Guck mal, siehst du das? Ist unschön. Was ist das? Ein Maschendrahtzaun. Bauzaun. Das hier. Ach so, das. Ah, okay. Stacheldraht dabei. Okay, dann haben wir hier die Lampen. Bei den Lampen würde ich jetzt auch tatsächlich gucken, die von. Ja, obwohl es ist ein neuer Hof. Wie sieht denn das überhaupt aus? Gibt es hier Lampen auf dem Hof oder müsste man hier grundsätzlich mal welche hinsetzen? Da ist eine hingestellt. Prickelnd ist das nicht, ne? Das sind alles hier. Wo sind sie denn? Die glaube ich. Sind richtige Straßenlampen. Das sind die Hirschfelddinger. Ja, es sind diese. Glaube ich, kann das sein? Kommt das hin? Die sind sogar noch höher. Die nicht. Welche sind denn das? Angesichts der Tatsache, dass diese Lampen hier nicht drin sind. Aber es muss auch ein bisschen hier hinpassen, auch in die Gegend, oder? Kannst jetzt auch nicht irgendwas hinbasteln. Finde ich. Sonstiges. Da können wir mal eben gucken.
Vielleicht ein paar Fässer hier hinstellen. Warte mal. Hier könnte man auch den Waschplatz machen, oder? Genau, pass auf. Das machen wir nämlich wie folgt. Landschaftsbau malen. Dann brauchen wir hier diese. Die wollen doch nicht. Die sind mir zu komisch. Na gut, nehmen wir doch die hier. Blöd ist jetzt, dass man. Wie soll ich sagen? Ach, wisst ihr was? Dass man hier die dieses Malen nicht querlegen kann. Habe ich das Ding da so weit an den Rand gesetzt? Ja, auch tatsächlich. Können wir das da so lassen? Hier würden wir noch mal. Genau. Schön gepflasterter Hof. Das hat auch was. Würde ich sagen, oder? Und wenn dort nicht diese blöden Schilder alles stehen würden, könnte man da auch eine Hofeinfahrt machen. Vielleicht mache ich das auch. Ich muss mal schauen. So schnell müsste man im realen Leben auch pflastern können, wa? Na gut, es gibt mittlerweile Maschinen, die das recht flott machen. Aber mein Opa damals, der war beim Straßenbau, die haben das noch alles schön mit der Hand gemacht. Da war dann so ein Bürgersteig nicht mal ruckzuck fertig.
So. Ist unser Silo. Guck mal, sehr schön, oder? Kompletter Hof, ganz gepflastert. Ha. So, genau. Ja, die Frage ist, was warum da noch? Was bauen wir noch? Was können wir noch gebrauchen? Wir haben jetzt drei Hallen da stehen, plus die kleine. Müssten die Escape-Taste drücken, dann kommt ihr nicht in die Gefahr. Ach so, warte mal, wir können da gerade Folgendes machen. Und zwar. So, als Admin eingeloggt. Gut. Falls uns da nochmal jetzt irgendwelche Pannen passieren. Gut. Jetzt würde ich. War das hier unter Sonstiges? Versus. Steht ist ein Zeugs drin, was die Welt nicht braucht, ey. Mal abgesehen davon, was hat das hier beispielsweise unter Fahrzeuge zu tun? Eigentlich doch nichts. Das ist doch auch völlig falsch. Hä? Diverses. Wintergerätschaften, bla bla bla, Gewichte. Was haben wir hier? Ballen, Big Paletten. Kettensägen. Ach, ich weiß, wo das ist. Bauen. Container. Genau, hier mussten wir noch unseren Wasseranschluss irgendwo hinbauen. Besten mal hier. Oder nee, warte mal. So. Hier hin. Da malen wir gleich noch mal drüber. Tools. Wo ist denn dieser blöde Hochdruckreiniger? Da ist der von Stiel. Hier ist der Kärcher. Kommt der gute Kärcher hin? So, dann bräuchten wir noch die. Eine Elektrotankstelle. Ach so, da ist ja ein Tor. Die können wir eigentlich hier hinbauen. So, und pass auf, jetzt müssen wir noch mal malen. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Wo sind denn die Dinger jetzt? Kein Beton. Soll gescheit aussehen. So, Delle. Gebäude. Genau. Ein relativ kleines Unterdach, oder? Ja. Das sieht scheiße aus. Das auch.
Ist mir fast ein bisschen rot. Theoretisch wäre es ja. Na gut, okay. Das wird nix. Doch scheiße aus hier, wenn wir sowas da jetzt hinbauen, ne? Wo sind denn? Oh ja, die sind zu groß, das passt alles nicht. Wenn hinten jetzt die Blechwand nicht wäre. Theoretisch. Das sieht doof aus, ganz ehrlich, das sieht doof aus. Das wollen wir nicht. So wollen wir das nicht haben. Okay, dann machen wir jetzt noch ein bisschen hier, genau, noch ein paar, bisschen Deko. Und dann soll es das gewesen sein. Wir haben hier die Hallen neue, das passt. Landschaftsbau, malen. So, dann machen wir hier. So, Pflanzen drauf. Dann sollten ja sogar die Blumen wieder normal aussehen, wa? Denn hier welche gelbe. Hier gibt es nicht mal Blumen oder was? Alter, was ist das denn? Ah, das fehlt ein bisschen, ne, auf dieser Karte, liebe Leute. Keine Blumen. What the fuck? Richtig schönen großen Baum hier. Mehr gibt's nicht. 3, 5. Den hier mittendrin. So. Hier ein bisschen was weggemacht, dann müssen wir auch neu pflanzen. So, und genau. Pass auf. Das ist schade. Was haben wir dann an Pferden? Haben wir auch nur die Standard. Am meisten haben wir wirklich an Kühe. Ich werde mal gucken, ob ich eventuell noch einen schicken Schweinestall finde. Den man hier hinsetzen kann. Da mache ich mir natürlich noch um das Licht Gedanken. So, von hier kann man rein. Und man kann, glaube ich, hier hinten irgendwo raus. Hier ist, oh, da haben wir vergessen, was hinzumalen. Landschaftsbau, malen. Waren die, wa? Ja. So. Ja, ist doch so nicht schlecht, finde ich, oder? Könnte jetzt den Zaun hier noch weiter drumherum ziehen. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Gucken, ob wir das von hier aus hinbekommen. Der Zaun geht jetzt bis da. Achso, das ist das Tor, ne? Ah, okay.
Zaun, Hecke. Keine Ahnung. Kann man natürlich machen. Wir probieren es mal. Dekoration, das ist jener welcher. Gucken, ob wir da jetzt hier ansetzen. Kollision mit anderem Objekt. Ja, das ist jetzt das Problem. Da sitzt die Straße drunter. Und das lässt sich auch nicht ändern. Schade. Hier sieht man auch Kollision. Ah ja, okay. Hier wird es jetzt funktionieren. Könnten wir theoretisch vielleicht. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dann gehen wir mal gucken, ob wir die Hallen vernünftig aufbekommen. So, Blickwinkel wechseln. Du stehst okay. Das haut auch hin. Okay. Ach, wir lassen die zu. Junge, wir sind glatt eingeklemmt dazwischen, ey. Es sieht aber gut gebaut aus, ganz ehrlich. Passt. Ja. Leichter Versatz drin. Aber ich würde sagen, damit kann man leben. Genau, sehr schön. Eventuell können wir hier dann doch die Dekoration Lampen, dass wir hier vielleicht doch die Hirschfelddinger setzen. Das waren ja die hier, ne? Passen hier nämlich wunderbar rein in diese Löcher. Genau, da nämlich auch. Genau, und dann könnte man, was sind das denn? Das sind Ecklicht 8 Meter, Wandlicht Ecklicht 5 Meter. Kämen dann hier hin.
Passt man hiermit an. Dann flanscht man die Dinger hier an die Ecken. Seht ihr das? So passt das. Meter hoch, einigermaßen ausrichten zur Halle. Also ganz passt es nicht hier, aber oh Gott. Was soll's? Müssen wir mal gucken, wie das im Dunkeln aussieht, wie hell das ist. So. Einigermaßen ausrichten. Ja, genau, das sollte nicht passieren. Scheiße. Will eigentlich nicht die Halle verkaufen für diese komische Lampe. Das kriegt man jetzt wahrscheinlich immer noch nicht hin, oder? Kriegt man das entsprechend? Nö. Warum auch? Warum sollte das auch funktionieren? Ich meine, das ist eine Sache der ersten Folge, wo man gesagt hat, Leute, das haut so nicht hin. Das heißt, du gehst jetzt daher, im Grunde genommen, und das ist ganz ehrlich, das ist ein Ja. Du gehst jetzt im Grunde genommen daher und musst deine Halle, die du für 500.000 oder was eingekauft hast, für 156 verkaufen. Das ist doch ein Witz. Mal ganz ehrlich. So. Und warum? Nur weil hier irgendwas das Land angehoben hat und man das, ohne dass die Halle hier, seht ihr das, ohne dass die Halle weg ist und das nicht wieder anpassen kann. Ist doch ein Witz. Und jetzt kannst du hergehen und kannst die Halle dann wieder neu da anpflanzen. Das ist unglaublich. Und ich sag mal, es wurde von Anfang an gesagt, Leute, da muss was passieren. Das geht so nicht, das passt nicht. Man kann das nicht anpassen und du musst es jedes Mal neu verkaufen. Oder du musst die Halle, dass man sie verschieben kann oder was auch immer, in die Luft. Oder nicht, man baut ja. Es ist ja ein freies Bauen in dem Sinne. Das ist dann so echt der Punkt. Und dann sagst du, warum geht das ein Jahr später immer noch nicht? So, wie sieht denn das jetzt hier aus überhaupt mit der Lampe? Da können wir sie lassen, da passt es. Tür ist auf, warum auch immer. Welche geht's denn jetzt überhaupt? Geht's nach draußen? Ist diese jetzt hier oder was? Ja, hier hängt das jetzt natürlich auch drin. Man, das ist eine Geschichte. Es hat so viele Updates gegeben. Das hätte man jetzt in der Zwischenzeit schon längst mal mit angehen können. Escape. So, jetzt kommst du an diese dusselige Lampe nicht dran. Kannst du die Halle wieder verkaufen? Es ist doch lachhaft, mal ganz ehrlich.
Guck mal, und für wie viel kaufst du die? 312.500? Könnte passen. So. Jetzt gucken wir uns die Halle aber erst von innen an. Nicht, dass wir da gleich wieder anfangen. Es haut hin soweit. Alles gut. Da steht er. Jetzt können wir gleich noch wieder ein bisschen übermalen. Geht's in die andere Halle. Okay, das haut hin. So, war denn die Wand? Nee, Wandlicht nicht. Ecklicht, ne? Ecklicht 8 Meter, Ecklicht 5 Meter. Warum das auf der anderen Seite eben schiefgelaufen ist, ich kann es euch echt nicht sagen. Nur jetzt zu sehen wahrscheinlich. Gucken, ob wir den Buckel hier wieder reinmachen. Ne, alles klar. Nicht, und das ist eben das, was extrem nervt, ne? Diese Kleinigkeiten einfach, die man mittlerweile hätte echt ändern können und es nach einem Jahr und verschiedenen Updates immer noch nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, anstatt eben allen möglichen Klumpatsch hier reinzubringen. So, dieses neue DLC, dieses Pumps and Hoses, ich finde es grundsätzlich nicht uninteressant. Ich sollte mir vielleicht mal den Glimmstängel aus dem Hals nehmen, wenn ich mit euch quatsche. Es ist nicht uninteressant, aber angesichts der vielen Fehler, die hier noch in dem Spielchen drin sind, sträubt es sich mir, das zu kaufen. Zumal ich es auch doppelt brauchen würde, ne? Weil dadurch, dass wir hier Multiplayer auch haben, brauche ich das auf dem Server und ich brauche es entsprechend Na, sagt schnell. Auch auf dem Hauptrechner natürlich. Ja, wie gesagt, lassen wir es für heute hier erstmal gut sein. Ich denke, mit dem anderen Schnitt sind wir ungefähr bei einer Stunde. Ich werde mal gucken, was es an schönen Schweineställen gibt, die hier eventuell hinpassen. Und dann würden wir nächste Woche dann mal hier die Gerätschaften in die Halle fahren. Mal gucken, wie es mit dem Lichtkonzept aussieht. Ich denke aber mal, das sieht soweit schon ganz cool aus hier. Hier könnte man vielleicht noch einen schönen Baum hinstellen. Hier so. So, Pflanzen. Ich finde, es sind zu wenig Pflanzen hier auf der Liebhaberswinkel. Solche ganzen Blumen sind weg. Warum? Kann hier keine Blumen hinbauen. So, Baum möchte große Bäume haben. Ist eben einfach immer so. Genau, perfekt. Könnte man noch einen zwischenpflanzen. Hat dann ein bisschen was, ne? Hier muss ich mal sehen. Theoretisch könnte man hier einen Weg auf die Straße machen. Bisschen größer das Ganze.
nicht nice. Genau, richtig. So. Ist doch schön. Genau, jetzt kommen wir da auf dem Hof. Gefällt mir schon mal ganz gut. Okay, ich halte jetzt auch schon nach einem Schweinestall. Wir sehen uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, in der nächsten Woche Sonntag wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Thank you.